Der Monat endet nicht mit einem neuen Leak für die Sims 4. Ein Screenshot des nächsten Packs wurde gestern Morgen nämlich auf Twitter geteilt, obwohl dieser noch gar nicht offiziell vorgestellt wurde. Vielleicht habt ihr den Screenshot bereits gesehen, ein Großteil von euch aber vermutlich noch nicht. Schon am 9. November wird ein neues Set für die Sims 4 erscheinen, welches viele neue Pflanzen ins Spiel bringen wird. Das wurde von einem Account auf Twitter geteilt, der sich wohl hauptsächlich mit dem Microsoft Store beschäftigt, von dem auch der angehängte Screenshot stammt. Auf diesem kann man viele verschiedene Pflanzen, grüne Couchtische und sogar viele verschiedene Hängepflanzen erkennen, von denen wir im Spiel aktuell auch recht wenige haben. Auch ein kleiner blühender Bonsai im Hintergrund ist zu sehen. Der Simmer Nando hat sich die Mühe gemacht und aufgeschlüsselt, wie viele unterschiedliche neue Objekte auf dem Bild zu sehen sind. Es sind ungefähr 20. Natürlich werden in diesem Pack wahrscheinlich noch ein paar mehr enthalten sein. Mit mehr als 30 neuen Pflanzen sollten wir allerdings nicht rechnen. Da das Set, welches wohl auf Englisch Blooming Rooms heißen wird, schon am 9. November erscheint, ist eine Ankündigung nächste Woche Dienstag extrem wahrscheinlich. Vermutlich erfahren wir dann ebenfalls auch, wie viele neue Objekte genau im Set enthalten sein werden, gemeinsam mit dem neuen Update. Ich persönlich finde dieses Set eine extrem gute Idee, gerade da aus der Community schon öfters der Wunsch nach neuen Pflanzen aufgekommen ist. Ich freue mich immer, wenn praktische neue Objekte, die man in fast jeder Situation benutzen kann, ins Spiel kommen. Und hierzu gehören Pflanzen für mich ebenfalls dazu. Aber was denkt ihr über das neue Set? Werdet ihr euch den kleinen Inhalt holen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.